Ich begrüße dich heute zum 8. Tag des Adventskalenders zur Entspannung. Kennst du auch diese lästige Parkplatzsuche, wenn du noch schnell in der Stadt etwas besorgen willst? Oft fährt man stundenlang im Kreis, geht lange Wege zum Ziel oder zahlt horrende Parkgebühren in den Parkhäusern der City. Das hat mich häufig sehr verärgert. Seitdem ich jedoch die heutige Affirmation mehrfach zu mir gesagt habe und auch meinen Freunden und Bekannten stets bekunde, dass ich immer einen Parkplatz finde, klappt es wunderbarerweise meistens, dass ich einen Parkplatz direkt vor der Tür finde. Mittlerweile glaube ich fest daran, ohne Zweifel. Erschaffe Tatsachen, indem du sie aussprichst. Affirmation des Tages: Ich finde immer einen Parkplatz direkt vor der Tür. Entspannungsübung Nummer 8: Achtsamkeit. Heute geht es um eine Übung zur Achtsamkeit. Suche dir einen Gegenstand auf deinem Schreibtisch, in deiner Wohnung oder draußen. Zum Beispiel einen Baum oder einen Adventskranz mit einer Kerze. Jetzt besteht die Schwierigkeit darin, diesen Gegenstand für ca. 3 Minuten zu beobachten, ohne zu denken. Natürlich kommen deine Gedanken von ganz allein und man neigt dazu, ihnen sofort nachzuhängen. Versuche jedoch für diese 3 Minuten die Gedanken beiseite zu schieben. Wenn es dir schwer fällt, sage dir einfach: Ich kümmere mich später darum. Versuche diese Übung mindestens einmal am Tag auszuführen. Je öfter du übst, desto leichter fällt es dir, deine Gedanken zum Stillstand zu bringen. Ich gebe dir noch einen interessanten Hinweis zu dieser Übung. Das längere Betrachten einer Flamme stimuliert deine Zirbeldrüse. Sie befindet sich dort, wo dein drittes Auge sitzt, also direkt zwischen deinen Augen, über der Nasenwurzel, da, wo die Inder immer ihren Punkt hinmalen. Mit der Zeit kann das wiederholte Betrachten einer Flamme deine Intuition, deine Wachsamkeit, deine Kreativität und deine Übersinnlichkeit stärken. Man sagt, dass die Zirbeldrüse eine bessere Verbindung zur Kommunikation mit Gott aufbaut. Daher ist es so wichtig, diese immer frei von Ablagerungen und Verkalkungen zu halten. Toxine und Fluoride lassen die Zirbeldrüse verkalken. Meditation öffnet die Zirbeldrüse. Im alten Indien ist diese Erkenntnis seit Jahrhunderten bekannt und wird demnach auch häufig praktiziert. Die Inder sind sehr spirituell. Das war's für heute. Genieße deinen Tag und bleibe fröhlich.